Hier ist der Bahnhof Lupsko. Sommerfelder. Ja, kaum zu glauben, so sieht das hier aus. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber ich sag mir mal, man ist ja kein Anfänger. Und ja, das ist der Bahnhof Sommerfeld Lupsko. Wir haben uns von der, also ich und ein anderer Fotograf haben sich noch von der Gruppe verabschiedet und ja, einfach auf gut Glück aufwärts hierher bewegt und ja. Ich bin schon auch immer aus der Puste. Ja, so sieht das hier alt aus. Die Durchgänge waren hier unten gewesen. Da kann man hier ganz gut nochmal sehen. Können wir ein bisschen reinlupen. Ja, vielleicht gehe ich nochmal einen Meter ran. Unten das Schild Peron 2. So sieht der Untergrund hier aus. Oh, nein, toll. Schön mit den alten Fliesen. Tja, mal sehen, wo ist denn der Kompagnon jetzt hin? Ich habe so einen Erdlochfaller hier. Das wäre natürlich nicht so toll, aber ich glaube mal nicht. Drüben kann man jetzt auch nicht viel ausfindig machen. Ich versuche es nochmal drüben auf die andere Seite zu kommen. Hier sind immer so eine Löcher, sehr einladend. Schon beachtlich. Ich hoffe, man kann es trotz Regentropfen noch erkennen. Ich habe jetzt nichts zum Putzen dabei. Ja, es ist schon ein bisschen trauriger Zustand. Aber so ist es nun mal. Warte mal, ich mache mal kurz die Linse sauber. Ach, die ist ja nicht betroffen. So gut. Ja, ein trauriger Zustand. Aber so ist das halt.
Hier haben wir ein Leck in der Decke. Hier ist eigentlich alles recht baufällig. Hier könnt ihr nochmal sehen, die Decke da tropft es runter. Einsturzgefährdet. Also man darf hier nicht so einfach rein. Hier ist auch ein Vorhaltezaun. Und es geht hier ziemlich weit ein Stück rüber. Ja, schade, ich hätte mich ja natürlich jetzt begeistert für den Durchgang. Denn hier müsst ihr euch vorstellen, hier ist der Durchgang in den Geran. Und ja, hier können wir hier gar nicht rauflaufen. Das ist ja natürlich ein bisschen blöd irgendwie. Vielleicht finde ich nochmal an der Stelle, wo ich mir das zutraue, ein bisschen ranzulaufen. Wie sieht hier in der Bahnhofsvorplatz aus? Tja, so sieht das hier aus in Sommerfeld. Aber immer noch sehr repräsentativ. Oh, scheint ein Gefängnis zu sein, da muss man ja nicht filmen. So, das ist ein Durchgang vielleicht.